Hallo Leute und willkommen zurück in Divinity 2. Hier gestern stehen geblieben bei diesem Typen da, der irgendwie ein Huhn ist oder so, der Kasper genau. Hier liegen Beuteltaschen, nehmen wir die einfach mal an uns. Hühnchenkeule und da auch. Oh, okay. Da unten sind schon Skelettkrieger, aber da erstmal eine Kiste, gucken wir mal kurz rein. Verschlossen, 44 Gold, okay. Ja, ich habe ja gesagt, ich will an der Main Quest weitermachen. Ach nein, ich will die Hühner jetzt abschlachten. Vielleicht stirbt er dann. Hallo? Stirb mal. Was geht mit dem Huhn ab? Also das ist schon mal tot. Hühnchenkeule. Da sind so viele Hühner. Ach, egal. Ich wollte dann Mainquest weitermachen und ja, jetzt ab zum Drachenturm. Aber vorher müssen wir uns an etlichen Skelettkriegern vorbeischlagen. Knochenbeschwörer Level 8, okay. Oh mein Gott. Wow, wir haben es geschafft. Aber wir sind fast drauf gegangen. Ich brauche mal einen Trank. Nein! Ach komm. Ich habe voll verpeilt mit den Tränken. Ah, so ein Mist. Ich glaube, das war das, genau. Ah, wir haben es fast geschafft. Und dann hat uns so ein hässlicher Beschwörer noch getroffen mit einem hässlichen Headshot. Glaube ich mal. Jedenfalls sind wir drauf gegangen. Ich nehme einfach da die ganzen Taschen an uns. Dann haben wir wenigstens mal wieder Essen. Boah, bleib mal stehen. Die kicken wir jetzt alle hier. Mal gucken. Also da scheint anscheinend kein Huhn von ihm dabei zu sein. Aber jetzt nicht wieder den gleichen Fehler machen. Erst mit Tränken vorbereiten. So, Hühnchenkeule, die können wir mal da reinhauen. Ja, das wird schon passen so. Nein, ein Fehler noch. Die Fertigkeiten, wir brauchen ja noch magische Geschosse, da haben wir jetzt schon Level 2. Die hauen wir da jetzt noch rein. Perfekt. Mein Gott, wir stehen. Oh, was ist da los? Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Tränken hinhauen soll, weil anscheinend sind nicht alle für Leben, sondern auch für Mana und so. Also für Zauberei. Ich würde sagen, oh, das hat keinen Wert so. Wenn da alle Level 8 auch im Turm sind, dann können wir das gleich vergessen. Das noch schnell abschlachten, das Huhn. Beuteltasche nehmen. Ach, das Gold haben wir auch noch nicht genommen. Lol, jetzt war eine fette Rüstung drin. Nicht mehr 44 Gold, also die Rüstung ist mir natürlich lieber. Mal gucken, ob wir sie anziehen können. Müsst halt mal aufhören zu backen. Schon besser. Erhöhte Reflexe würde uns zwar eins runterbashen, aber dafür den Rest um ganz schön viel Sachen weiter hoch, also die hau ich mir rein. Die Fertigkeiten muss man auch noch mal reinhauen, ist auch noch nicht drin. Hier die neue Rüstung, okay. Oh, Essen wollte ich noch reinhauen, genau. Drei Äpfel. Verjüngung. Was steht da drauf? Innerhalb von 5 Sekunden Mana-Punkte, okay. Mana und Lebenspunkte, das passt. Hühnchenkeulen könnten wir da reinziehen. Oder was bringt der Orangentrank? Eure Stärke um 3.
Was bringen die? Mana-Punkte wieder hier, okay. Und die, das ist alles Mana, ey. Aber dafür begrenzte Heilung. Das quält mir. Und jetzt nochmal kurz speichern. Nicht, dass wir die coole Rüstung verlieren. Dann können wir endlich mal die Knochenkrieger abschlachten und dann weiter zum Turm vordringen. Auf ins Getümmel. Noch Essen reinhauen. Einfach metzeln. Oder etwas droppen lassen. Wow, schnell speichern, weil... Wow, wir haben es ohne Schaden überlebt, halt mit Verlust von Tränken, aber... Wow, die Tränke bringen es extrem. Leider haben wir noch nicht mehr so viele von denen. Müssen wir nochmal welche uns zulegen. 48 Gold und... Das war's, okay. Da oben sind schon die nächsten, also einfach mal da zu denen hin. Speichert Hammer. Immer schön Nahrung zu uns nehmen. Und einen fetten Trank. Da ist noch einer. Da. Wow, und da bashen wir alle. What the fuck, was ist das für ein Gebäude? Scheiße. Wow, wow, wow. Schnell zurück, weil wir wollten zum Drachenturm. Wow, also das Gebäude sieht echt mächtig aus. Was wollen die? Jagen die uns jetzt, oder was? Wow, scheiße, sind da viele Punkte. Na egal, wir sind jetzt hier mal im Baumstumpf. Speichern wir. Oder im Baumstamm, nicht im Stumpf. Wow, also... Das sind richtig viele. Mal gucken, ob wir mit denen fertig werden. Ich hoffe es. Aber wir haben keine Tränke mehr, so sieht es echt schlecht aus. Aber egal, wir müssen es schaffen. Also gucken wir erstmal, wo die alle sind. Ja, direkt ins Nest gelaufen. Die holen wir uns einzeln. Boah. Das hat bestimmt wehgetan. Immer schön was essen. Wow, das ist ja... Oh, solche Maden. Nochmal speichern, ey. Auch wenn wir nur drei erlegt haben oder so. Ja, ich weiß, immer dieses Speichern, aber muss irgendwie sein. Weil wenn wir wieder drauf gehen, dann müssen wir wieder von der letzten Speicherstelle weitermachen. Und wenn die so weit zurückliegt, dann ist es dumm. Ne? So. Hühnchenkeule reinhauen. Boah, lauf doch nicht weg, du Wurm. So. Dem haben wir es gegeben. Und jetzt sind da schon ein bisschen weniger wieder. Zwar nicht viel weniger, aber... Aber, dass wir keine Tränke haben, ey, das macht mir Sorgen. Ich speichere jetzt nochmal und dann probiere ich es mal mit Frontalangriff, ob wir es schaffen. Ich glaube zwar kaum, aber wäre natürlich chillig, weil da müssen wir nicht immer so lang warten. Also ich probiere es einfach mal. Auf ins Getümmel. Wo sind denn die? Da noch den. Ja, wäre halt chillig, wenn wir dich noch sehen könnten, da. Wo, lauf doch nicht weg. Da der letzte, also zumindest von dieser kleinen Herde.
Wow, 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 wow. Könnte jetzt einen Trank vertragen. Ja, allerdings. Okay, wir haben es geschafft mit Frontalangriff. Puh, aber ziemlich knapp. Wir haben fast kein Leben mehr. Oh, shit. Aber viele EPs dazu gewonnen. Das heißt, bald ein Level up wieder. Das Problem ist nicht, dass wir die nicht töten können. Das Problem ist nur, dass die immer so in so großen Zahlen auf uns zukommen. Oh Mann. Und ich würde fast sagen, wir müssen zurück ins Trümmertal. Dorf. Um, ja, Essen und so zu kaufen. Mann, da müssen wir... Nein, wir müssen gar nicht mehr so weit laufen, weil... Da unten ist ja dieser eine Wegpunkt-Schrein oder wie das heißt, keine Ahnung. Da kann man sich ja teleportieren. Wir müssen nur da runterspringen. Oh, sind da viele Punkte, ey. Und der ganze Turm ist voll von den Viechern. Aber das packen wir. Aber jetzt erstmal zum Teleporter. Kein Sturzschaden, auch nicht schlecht. Wow, sind da viele, ey. Und es buggt natürlich. Ohne geht's nicht. Schrein, Trümmertal, Dorf. Da gehen wir hin, um uns Essen und so zu kaufen. Dann können wir uns gleich wieder teleportieren und die Knochenkrieger im Turm fertig machen. Damit wir da endlich mal weiterkommen. Aber die Orobas-Fjorde im letzten Part, die waren schon richtig mächtig. Also mit Goblins Level 18, also... Da wird dann noch einiges auf uns zukommen, befürchte ich. Und ja, jetzt erstmal mit den Händlern und so sprechen, ob die noch Nahrung haben. Weil es ist ja eine Hungersnot hier in der Gegend. Und ja, vielleicht haben die ja noch was. Lamotte, bist du noch da? Ja, da ist er. Der Händler lebt. Nochmal kurz darauf. Lamotte. Unser blutverschmiertes Beil. Ah, da ist er. So ähnlich haben wir doch gestern fertig Seid gemacht, gegrüßt. Oder? Seid gegrüßt! Kann er nicht euch für exquisiten Nerikon-Wein begeistern? Ja, kannst du, also... Seht euch meine Waren an. Ja, das will ich gerade tun. Zeigt mir bitte eure Waren. Alles Qualitätswaren. Ja, ich weiß. So, mal gucken, was der so im Angebot hat an Nahrung. Oh, falsche Taste. Jetzt wieder so lange warten. Seht euch meine Waren an. Ja, zeig her, Digga. Okay. Wow, der hatte noch richtig viel für sehr geringe Heilung. Und das ist für sehr geringe Belebung. Mana-Punkte wieder her, Lebenspunkte wieder her. Okay. Da würde ich sagen, kaufen wir einfach mal da ein. Kaufen wir ihn leer, wir haben genug Geld. Wow, nein, ich wollte keinen Wein. Okay, da haben wir jetzt... viel einkauft. Ideal für so einen Ausflug. Vielleicht einen anderen. Boah, nein, ich wollte nicht deine Waren. So, wir könnten noch mal mit dem Priester Roman reden. Der musste hier irgendwo rum zigeunern. Was war das? Das war er doch gerade, oder? Priester Roman, hallo? Da. Da ist er. Steht der noch da? Ja. Wäre vom Vorteil, wenn du mal nicht unsichtbar wärst, Roman. Hallo, ich brauche deine Sachen. Oh Mann, wieso muss das Spiel so buggen, ey? Ich glaube, es wäre so richtig geil. Da ist nichts drin, aber ich will zu Roman. Vorher nicht schnell genug gedrückt. Tut mir jetzt leid, weil ich eigentlich mit der Main Quest weitermachen musste, wollte, aber ohne Tränke können wir es nicht machen, weil der Turm ist voll von den Viechern und ja. Das ist fast nicht möglich. Das ist jetzt fest. Jetzt nochmal gucken, ob Roman da ist. Da ist er. Im Friedhof steht er drin. Das macht ihm wohl Spaß. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ihr seid zurück? Kommt ihr mit der Erkundung des Turms voran? Noch nicht, aber ich will mit dir handeln.
Weil der hat noch so viele Tränke hier für sehr geringe Heilung. Da kaufen wir nochmal ein. Bis zu 20 kaufen wir ihn leer. So, passt. Das haben wir erstmal an gescheiten Vorrat. Ja, das dürfte erstmal reichen. Ich muss gehen, Pater. So, auf zum Turm würde ich sagen. Aber im nächsten Part. Ist leider schon wieder vorbei mit der Zeit und ja, wir haben jetzt aber viele Tränke einkauft und ich würde einfach sagen, im nächsten Part schauen wir wirklich, dass wir jetzt da was vorwärts bringen mit den Skeletten. Tränke genügend haben wir, also bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.